Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Wir lesen heute zusammen die Seite 662 und möchten den Psalm 132 zu Ende studieren, 133, 134 und 135 zusammen lesen. Und bevor wir das tun, möchten wir Gott bitten um Führung und seinen Heiligen Geist. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort, das so klar und so richtungsweisend ist. Herr, gib, dass wir jeden Tag daraus leben und dass es uns zur Kraft wird und zum Lebensanker. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist uns jetzt führt in den Gedanken und Worten. Amen. In Psalm 132 haben wir gelesen von der Bundeslade von David und Salomo, und genauso geht es auch weiter in Vers 12. Wenn deine Söhne, damit sind die Söhne Davids gemeint, meinen Bund bewahren und mein Zeugnis, dass ich sie lehren will, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Ja, Jerusalem war das Zentrum, Israel war das Zuhause für das Volk Gottes. Und in Zion, im Heiligtum, hat Gott gewohnt. Wir können die Bücher Könige und Chronik lesen und werden feststellen, dass dieser Wunsch, der hier ausgedrückt ist, leider nicht Realität geworden ist. Es gab gute Könige, es gab schlechte Könige, es gab Könige, die auf, ja, mal so waren und Gutes und Schlechtes vermischt haben. Gott hat sich so sehr gewünscht, dass die Nachkommen Davids auf seinen Wegen wandeln. Genauso wünscht er sich, dass wir auf seinen Wegen wandeln, dass wir ihm treu bleiben, dass wir seinen Geboten gehorchen. Denn dann verheißt er Segen. Dies ist für immer meine Ruhestatt. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Ihre Nahrung will ich reichlich segnen, ihre Armen sättigen mit Brot. Ihre Priester will ich mit Heil bekleiden und ihre Getreuen sollen jubeln. Ja, Gott verspricht, dass er sich um den Heiligtumsdienst kümmert, um die Priester, die er mit Heil bekleiden möchte. Dort will ich dem David ein Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte zurichten, meinem Gesalbten. Er will David ein Horn hervorsprossen lassen. Er will die Königsherrschaft Davids zu einer starken Herrschaft machen. Das Horn steht ja in der Bibel immer für eine Königsherrschaft, für ein Reich. Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden, aber auf ihm soll seine Krone glänzen. Gottes Plan war es, dass die Königsherrschaft, die David begründet hat, eine ewige sein soll, dass sie auf ewig ein Vorbild sein soll für die Heidenvölker drumherum, damit sie Gottes Volk, an Gottes Volk erkennen, dass Gott ein großer Gott ist, und ihn preisen. Ein weiteres Wallfahrtslied ist Psalm 133, und dort heißt es: Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Ein kurzer Psalm mit 3 Versen, aber unglaublich reich und tief an Gedanken. Es geht hier um die Eintracht der Brüder. Und es werden 2 Vergleiche angestellt in Vers 2 und Vers 3. Die Eintracht der Brüder, der Geschwister, wird einmal verglichen mit der Salbung Aarons. Das heißt, mit der Salbung des Hohepriesters, der ja das Öl auf den Kopf gegossen bekommen hat, das durch den Bart floss und auf den Boden getropft ist. Durch das ganze Gewand ist das Öl hinabgelaufen, und das war ein sehr heiliger und sehr besonderer Vorgang, diese Salbung des Priesters, des Hohepriesters. Und dadurch, dass hier der Psalmist, David in diesem Fall,
die Salbung mit der Eintracht vergleicht, bekommen wir einen Eindruck davon, was für einen Stellenwert die Eintracht, die Einigkeit der Geschwister untereinander vor Gott hat. Wenn die Salbung so ein heiliger Akt ist, dann ist auch die Einigkeit und die Eintracht der Geschwister etwas sehr Heiliges in Gottes Augen. Und es erinnert uns natürlich auch an Pfingsten, an das Pfingstfest, das Fest, an dem der Heilige Geist auf die Jünger Jesu gekommen ist, die in Eintracht beisammen waren, gebetet haben und der Heilige Geist hat sie, ja, gesalbt. Vers 3, der nächste Vergleich, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Der Hermon war ein hoher Berg. Und der Tau, das ist ja nichts anderes als Regen, als Wasser. Und das erinnert uns wieder an diesen Frühregen, an Pfingsten. Und das steht dann wieder in Zusammenhang mit, ja, der Salbung und mit der Eintracht. Und es schließt ab, dass der Segen darin besteht, ewiges Leben zu haben. Das ist das, was Gott hier verheißt, denen, die in Eintracht beisammen sind. Für ein tieferes Studium könnt ihr ruhig nochmal die Apostelgeschichte lesen und vor allem dort das Kapitel 2, Vers 33. Das letzte Wallfahrtslied in dem Psalmen bildet der Psalm 134. Und dort heißt es: Wohlan, lobt den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr im Haus des Herrn steht in den Nächten. Erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn. Der Herr segne dich aus Zion, er, der Himmel und Erde gemacht hat. Wieder ein kurzes Wallfahrtslied, das aus drei Versen besteht. Wir werden hier auf das Heiligtum hingewiesen und wir haben ja über die Wallfahrtslieder gelernt, dass das Lieder waren, die das Volk gesungen hat, wenn sie auf der Pilgerreise dreimal im Jahr nach Jerusalem waren. Und sie haben natürlich das Heiligtum im Sinn gehabt und im Blick gehabt, um dort natürlich anzukommen. Und hier werden die Nächte angesprochen, denn das Heiligtum war auch in der Nacht bewacht und dort wurde Dienst verrichtet in den Nächten. Die Nachtwache war dort zugegen. Und wenn es hier heißt, erhebt eure Hände in Heiligkeit, dann ist das natürlich das Gebet, das in der Nacht aufgestiegen ist. Gott wird auch im Himmel Tag und Nacht angebetet, rund um die Uhr. Es gibt keine Pause, keine Lobespause, wenn wir das so sagen wollen, so nennen wollen. Gott wird rund um die Uhr gelobt und gepriesen von seinen heiligen Engeln. Und das Heiligtum auf der Erde sollte natürlich ein Abglanz dessen sein, ein Spiegelbild. Psalm 135. Halleluja, lobt den Namen des Herrn, lobt ihn, ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Gemeint ist das Heiligtum. Lobt den Herrn, denn gütig ist der Herr, Lob singt seinem Namen, denn er ist lieblich. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem besonderen Eigentum. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist, ja, unser Herr ist größer als alle Götter. Man könnte auch übersetzen, Engelmächte. Alles, was dem Herrn wohl gefällt, das tut er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Er lässt Dünste aufsteigen vom Ende der Erde her. Er macht Blitze beim Regen und holt den Wind aus seinen Speichern hervor. Hier haben wir Naturgewalten angesprochen, an denen deutlich wird, dass Gott die Naturgewalten beherrscht, dass er sie im Griff hat. Er schlug die Erstgeborenen Ägyptens vom Menschen bis zum Vieh. Er sandte Zeichen und Wunder in deine Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und alle seine Knechte. Hier sind die 10 Plagen gemeint und der Exodus, den das Volk Gottes durchlaufen hat. Wir haben ganz oft in dem Psalmen dieses Muster, dass Gottes Größe daran gemessen und gezeigt wird, dass er die Natur beherrscht und dass er das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt hat. Und es geht sogar noch ein bisschen weiter mit diesem Muster. Vers
Vers 9. Er sandte Zeichen und Wunder in deine Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und alle seine Knechte. Er schlug große Nationen und tötete mächtige Könige. Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Baschan, und alle Könige Kanaans. Und er gab ihr Land als Erbe seinem Volk Israel. Also die Naturgewalten stehen in einer Reihe mit dem Exodus und den 10 Plagen, stehen in einer Reihe mit dem Einzug in das gelobte Land. Und Gott hat die Feinde vor seinem Volk her vertrieben. Weiter heißt es, O Herr, dein Name währt ewig. Herr, dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht, denn der Herr wird seinem Volk Recht verschaffen und Mitleid haben mit seinen Knechten. Die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, von Menschenhand gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, und Augen haben sie und sehen nicht. Gott ist ein Gedenken gestiftet worden. Nicht zuletzt war das der Sabbat. Aber es heißt auch in 2. Mose 3, Vers 15, dass Gott selber sagt, dass er ein Gedenken schaffen wird für sein Volk, damit sie ihn nicht vergessen. Und wir werden morgen weiter studieren über diese Götzenbilder, die natürlich ja, dem Volk Gottes zum Verhängnis geworden sind. Und dieses Gedenken, das Gott haben wollte, ist in Vergessenheit geraten. Lasst uns zusammen beten. Lieber Gott im Himmel, wir Menschen, wir vergessen viel zu schnell, was du Großes für uns getan hast. Lass uns viel öfter vor Augen sein, dass du in unserem Leben so viel Wunder getan hast, dass du uns geführt hast, dass du unsere Tritte lenkst und dass wir in deinen Werken wandeln. Herr, hilf uns mehr zu verstehen, dass du alles um uns herum führst und leitest. In deinem Namen. Amen.